Das ist das Nikolai Saturn 14. Federweg 140 mm vorn, 130 hinten, Aluminium und 29er Laufräder. Erster Eindruck von dem Rad hat mich völligst überzeugt. Ich selber fahre eher Carbon und ich war begeistert, wie das Nikolai sich auf dem Trail fahren ließ. Ich bin 1,85 und bin die Rahmengröße L gefahren. Es hat einen Lenkwinkel von 65,5. Das ist ja flach. Da habe ich mir gedacht, bin gespannt, wie es sich so auf dem Trail verhält. Ich habe es trotz des Lenkwinkels agil empfunden und natürlich super spurstabil bei höheren Geschwindigkeiten wirklich einwandfrei zu fahren. Der Sitzwinkel ist 75,2, eher moderner, und ich denke, das Zusammenspiel aus Sitzwinkel und Lenkwinkel haben mir das Gefühl vermittelt, dass du guten Vortrieb hast, aber jetzt nicht das Gefühl hast, dass du auf dem Rad sitzt. Du sitzt im Rad drin und hast dadurch immens viel Spaß auf dem Trail. Das Nikolai Saturn 14 hat einen 500er Reach. Das ist lang. Ich fahre ein Yeti SB 150. Das ist ein bisschen kürzer. Das merkst du schon, wenn du draufsteigst. Aber gerade das vermittelt er dann auf dem Trail so ein bisschen auch die Laufruhe. Nikolai Saturn 14 hat ein ganz cooles Gimmick, genannt Mutatoren. Über die Mutatoren kannst du die Laufradgröße anpassen und die Tretlagerhöhe und den Lenkwinkel feinjustieren. Das Bike hat einen Tension Bar, da habe ich mir auf den ersten Blick gedacht, was soll denn das für ein Teil sein? Das dient dazu, den Rahmen zu versteifen, ohne das Sitzrohr massiver, dicker, schwerer zu machen. Bergauf klettert das Bike wie eine Ziege aufgrund der Geometrie. Du hast einen langen Reach, flacher Lenkwinkel. Das liegt da wie ein Golf GTI tiefer gelegt und lässt dich also wirklich, bergauf hatte ich überhaupt keine Probleme mit dem Bike, weil es einwandfrei da liegt. Also das ist ja wirklich so, immer wenn Nikolai in die Werkstatt kommt, das siehst du ja, das Ding steht vor dir und dann denkst du, Alter, was ist denn das für ein Gerät, ne? Bergab hatte ich Anfang ein bisschen die Angst, vom ersten Blick her, langes Bike, ob es nicht träge ist, hat sich für mich überhaupt nicht träge angefühlt. Das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, geiles Bike, weil es trotz der Geodaten und auf den ersten Blick sehr langwirkenden Rades für mich schon agil war und einfach super schnell. Nikolai Saturn 14 ist für mich ein super Trailbike. Empfehlen würde ich das Leuten, die anspruchsvolle Trails fahren. Anspruchsvoll, damit meine ich schnelle, nicht zu verwinkelte Trails, eben unsere Regionen, sprich Mittelgebirge. Wenn du in die Ardennen gehst, wir haben nicht viele Spitzkehren und solche Geschichten, sondern wir haben flowige, geradlinige Trails. Genauso in den Alpen, wenn du Touren machst. Wenn es nicht zu verwinkelt und zu technisch wird, dann ist es eine absolute Rakete. Und von der Sitzposition eignet sich es natürlich auch für den Trailfahrer, der gern länger unterwegs ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal. Die Infos zum Saturn 14 von Nikolai findet ihr unten. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao! Ich wünsche euch einen schönen Tag.